Geld verdienen, ohne arbeiten zu müssen, davon träumt so mancher. Und genau das versprechen Anzeigen, die auf den ersten Blick sehr seriös wirken. Anzeigen, die für den Kauf von Bitcoins werben, eine Währung, die nur digital existiert, die gern noch mal von Hackern attackiert wird, die aber dennoch in den letzten Wochen wieder stark im Wert gestiegen ist. Doch Vorsicht, wer beim Kauf von Bitcoins an Betrüger gerät, der kann schnell sehr viel Geld verlieren. Ich kann nicht mehr. Ich bin nervlich kaputt. Ich bin kaum noch, dass man was isst oder schläft, und meine Nerven sind am Boden. Marlies K. kann es immer noch nicht fassen, dass sie betrogen wurde. Alles fängt damit an, dass die Brandenburgerin nach einer sicheren Geldanlage sucht. Ich habe durch Werbung von diesen Bitcoins gehört, ne, und habe gedacht, naja, okay, machst du einfach mal, aus Geld ein bisschen mehr zu machen, und so ist ja eigentlich eine schöne Sache. Die Rentnerin will in Bitcoins investieren, einem Zahlungsmittel, das nicht von Hand zu Hand geht, sondern als sogenannte Kryptowährung nur im Internet gehandelt wird. Auf speziellen Plattformen, wo der Bitcoin-Kurs zurzeit immer wieder extrem steigt. Das nutzen Betrüger, die Marlies K. abzocken. Sie geht im Internet auf eine Bitcoin-Plattform, für die scheinbar sogar Prominente werben. Auf dieser Plattform kann sie ein Konto anlegen, auf ihren Namen, und ihr wird erklärt, dass für sie jetzt in Bitcoins investiert wird. Ja, da hatte ich dann ein bisschen Geld eingezahlt, habe dann auch jeden Tag gesehen, oh Gott, ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Denn sie bekommt diesen Kontoauszug zugeschickt, der vermeintliche Geldgewinne anzeigt. Für Marlies K. also eine scheinbar gute Anlage. Und dachte, na gut, packst du 10.000 Euro da mal rein, wenn es mehr wird, toll. Ansonsten kann man es ja, denke ich, dachte ich, jederzeit stornieren und wieder zurückholen, das Geld. Mehr Geld, genau das wollen die Betrüger mit ihrer scheinbar seriösen Plattformseite, die vorgibt, wie eine Bank zu funktionieren. Marlies K. ist kein Einzelfall, so Stefanie Kahnert von der Verbraucherzentrale. Betrüger nutzen immer die gleiche Masche. Werbung für Finanzanlagen, für Handelsplattformen, beworben von Prominenten oder auch von größeren Fernsehshows, wo man meinen könnte, das ist sehr professionell gemacht. Also ein Laie würde nicht erkennen, dass das nicht wirklich so eine Handelsplattformseite ist. Und dann wird relativ schnell Kontakt aufgenommen, häufig per Telefon. Die Leute werden sehr engmaschig betreut. Da wird sehr viel Vertrauen einfach aufgebaut. So ist es auch bei Marlies K. Immer wieder melden sich vermeintliche Kundenbetreuer der Plattform. Immer wieder bekommt sie Kontoauszüge, die Gewinne anzeigen. Deshalb investiert sie noch mehr. Kurz danach will sie jedoch die angezeigten Geldgewinne ausgezahlt haben. Jetzt gibt es Probleme. Der Anbieter sagt, na, das geht jetzt nicht so ohne weiteres. Wenn wir das Geld auszahlen sollen, müssen Sie zum Beispiel noch einen Versicherungsbetrag bezahlen. Ja, dann wird noch mal eine Summe zwischen 4.000 und 5.000 Euro aufgerufen, die man bezahlen soll als Versicherungssumme, damit dann auch wirklich das Geld ausgezahlt werden kann, was dann viele Verbraucher auch noch machen. Und danach kommt dann aber trotzdem keine Auszahlung. Auch Marlies K. bekommt nichts. Ein Telefonat zeigt, wie die Kundenberater sie abwimmeln. Das Duzen ist Teil der Masche. Ein Moment bitte, das ist überhaupt nicht meine Schuld. Und ich versuche immer noch, alles zu erledigen. Na, ich glaub's nicht. Aber leider kann ich das nicht machen, ja? Du weißt, auch die Versicherung mit 4.600 habe ich eingezahlt. Und dann hast du einfach gesagt, nein, das Geld ist weg. Ja, aber ohne diese Einzahlung kann ich, habe ich es auch gesagt, nicht das Geld überweisen. So sammeln die Bitcoin-Betrüger Millionen ein. Die Täter sitzen im Ausland, schwer erreichbar für Ermittler. Damit ist auch das Geld für Opfer wohl verloren. So die Expertin von der Verbraucherzentrale. Entscheidend ist eben, dass das Geld ins Ausland fließt. Und damit ist es extrem schwer, an dieses Geld wieder ranzukommen. Marlies K. hat ihre gesamten Ersparnisse verloren. 35.000 Euro. Deshalb will sie jetzt vor allem eins: vor den Betrügern warnen. Ich bin sonst eigentlich ein vorsichtiger Mensch mit all solchen Sachen. Ich kann es selber eigentlich auch wirklich nicht verstehen und bin nachts, ich hätte meinen Kopf gegen die Wand klopfen können und habe gedacht, vielleicht wachst du irgendwann mal auf, vielleicht war es ein böser Traum, aber es ist passiert, damit muss man leben. Aber mir war es wichtig, dass man jetzt auch wirklich öffentlich da mal alle warnt.
Jörn Marlies K. hat inzwischen Anzeige erstattet und hofft, dass andere nicht mehr auf diese Betrüger hereinfallen. Deshalb sind diese Tipps wichtig. Vertrauen Sie keiner Hochglanzwerbung, auch wenn sie noch so prominent präsentiert wird. Prüfen Sie, ob im Netz schon vor diesen Firmen gewarnt wird. Und sobald Geld ins Ausland gezahlt werden soll, lassen Sie die Finger davon.